Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe von CSM Explained. Mein Name ist Timo Eich, ich bin Business Development Manager bei CSM und heute sprechen wir wieder über ein hochspannendes Thema, was aktueller nicht sein könnte. Es geht um die Erprobung von Brennstoffzellenantrieben auf dem Prüfstand und im Fahrversuch. Wenn wir auf der Straße Menschen zur Elektromobilität befragen würden, dann haben die meisten vermutlich batterieelektrische Fahrzeuge so vor ihrem geistigen Auge. Und das macht ja auch Sinn, denn viele Menschen fahren morgens zur Arbeit, abends wieder nach Hause, in der Regel in einem überschaubaren Umkreis. Und abends zu Hause kann man ein batterieelektrisches Fahrzeug prima an die Wallbox hängen und wieder aufladen, vielleicht noch mit der PV-Anlage koppeln. Nun gibt es aber auch Bereiche in der Mobilität, die darauf angewiesen sind, große Distanzen möglichst ohne nachzuladen oder tanken zu bewältigen. Denken Sie mal an den Transportation-Bereich, also den Güterverkehr. Für den Nahbereich, da machen batterieelektrische Konzepte auch hier sehr viel Sinn, Stichwort Last Mile. Aber für die Langstrecke, wenn Sie hunderte von Kilometern am Stück bewältigen können wollen, da sind die meisten rein batterieelektrischen Antriebskonzepte von der Reichweite her doch immer noch stark limitiert. Und es liegt zum großen Teil auch am Gesamtkonzept so eines rein batterieelektrischen Antriebs. Denn für hohe Reichweiten, da wären ja immer größere Batterien erforderlich, die aber wieder sehr viel mehr Gewicht ins Fahrzeug bringen und dadurch die Reichweite wiederum reduzieren würden. Das ist also ein grundlegendes und systemimmanentes Problem des batterieelektrischen Antriebs. Glücklicherweise gibt es ein Antriebskonzept, was genau in diesem Bereich der Langstrecke seine Stärken voll ausspielen kann. Und das ist der Brennstoffzellenantrieb. Hier sehen Sie jetzt beispielhaft einen LKW mit einem Brennstoffzellen-Elektroantrieb. Es könnte sich aber jetzt auch genauso gut hier um ein Boot, einen Zug oder ein Flugzeug mit Brennstoffzellenantrieb handeln. Und in der Entwicklungsphase eines solchen Antriebs müssen wir nun die verschiedensten Messungen durchführen, um die Ansteuerung und Regelung des Antriebs optimal einzustellen. Und dazu sind zum einen Messungen direkt am Brennstoffzellen-Stack erforderlich. Dazu gehört ja auch die Medienversorgung, denn so ein Brennstoffzellenfahrzeug, das benötigt ja auch Wasserstoff aus Wasserstofftanks, die dem Brennstoffzellen-Stack dann über Leitungssysteme hier zugeführt wird, der Wasserstoff. Die Brennstoffzelle selbst ist ja ein elektrochemischer Reaktor, die aus zugeführtem Wasserstoff und Luftsauerstoff in der sogenannten kalten Verbrennung elektrische Energie erzeugt. Eine Brennstoffzelle, die schafft da eine Spannung von ungefähr 1 Volt. Und damit wir diese Energie für einen Antrieb nutzbar machen können, brauchen wir natürlich auch eine viel höhere Spannung. Deswegen nehmen wir einfach viele von diesen Brennstoffzellen, schalten sie in Serie und stapeln sie. Und das nennt man dann einen Brennstoffzellen-Stack. Dieser Brennstoffzellen-Stack, der ist ja gleichzeitig aber auch nur Teil eines gesamten Antriebskonzepts. Und deswegen ist es auch wichtig zu ermitteln, wie der Stack sich im gesamten Fahrantrieb, also im kompletten Antriebsstrang, verhält. Und dazu müssen insbesondere im Fahrversuch die Energieflüsse zwischen den verschiedenen Komponenten, also dem oder den Elektromotoren, Konvertern, Invertern, dem HV-Speichersystem, also der Batterie, untersucht werden, um die ganzen Umgebungseinflüsse möglichst real untersuchen zu können. Und wie genau man diese Untersuchung macht, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Wenn wir uns einmal die relevanten Messgrößen für den Brennstoffzellen-Stack anschauen, dann interessieren uns dort zum einen natürlich elektrische Messgrößen, also Strom und Spannung, zum Beispiel die Stapelspannung des Brennstoffzellen-Stacks. Darüber hinaus sind die Entwickler aber noch an ganz anderen Messgrößen interessiert, wie zum Beispiel Durchflüssen, Drücken, Feuchtigkeit und natürlich auch Temperaturen. Gerade diese thermischen und mechanischen Messgrößen sind für die Untersuchung des Brennstoffzellen-Stacks nämlich hochrelevant. Denn damit dieser Vorgang der kalten Verbrennung auch optimal abläuft, da muss der Brennstoffzellen-Stack permanent genau eingestellt und nachgeregelt werden. Und das ist gar nicht so einfach, denn ein Fahrzeug, das ist im richtigen Leben ja den verschiedensten Umwelteinflüssen wie Hitze, Kälte, feuchte Luft, trockene Luft,
Vibrationen und so weiter ausgesetzt. Und genau das macht die optimale Medienversorgung und Konditionierung des Brennstoffzellen-Stacks sehr herausfordernd. Dann hat der Brennstoffzellen-Stack ja auch ein Steuergerät und dessen Messdaten wollen wir natürlich auch simultan zu den analogen Messgrößen mit erfassen. Und jetzt gibt es beim Messen all dieser Messgrößen zwei große Herausforderungen. Erstens, da wir ja kausale Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Komponenten herstellen können wollen, müssen die entsprechenden Messdaten simultan von den verschiedenen Komponenten erfasst werden. Und jetzt ist extrem wichtig, dass sie exakt synchron erfasst werden. Das ist vor allem von Bedeutung für die sehr schnellen Signale von Spannung und Strom, aber zum Beispiel auch für die Steuergerätedaten. Und zweitens, viele dieser Messsignale müssen auf Hochvoltpotenzial erfasst werden. Und zwar vor allem auch die physikalischen Signale vom Brennstoffzellenstack. Das bedeutet, dass wir eine Möglichkeit brauchen, die dort eingesetzten Sensoren hochvoltsicher zu erfassen. Und viele dieser Sensoren sind aktiv. Das heißt, sie brauchen eine Sensorspeisespannung. Und daraus folgt jetzt auch, dass wir eine Möglichkeit brauchen, diese aktiven Sensoren hochvoltsicher zu speisen. Und wenn man diesen Herausforderungen begegnet, welche Möglichkeiten es hierfür gibt, das schauen wir uns jetzt Schritt für Schritt für alle Teile des Brennstoffzellenstacks an. Und dafür werfen wir mal einen Blick auf ein ganz, ganz einfaches Schema des Brennstoffzellenstacks. Der Stack besteht ja elektrochemisch gesehen, grob gesagt, aus einem Anodensystem, einem Kathodensystem und in der Mitte aus einer Membran. Und im Anodenpfad, da haben wir es ja jetzt mit der Wasserstoffzufuhr zu tun. Das heißt, von den Wasserstofftanks wird der Brennstoffzelle jetzt über Leitungen Wasserstoff zugeführt. Und damit das auch in genau rechtem Maß erfolgt, sorgen ein Zirkulationsgebläse und ein Dosierventil dafür, dass zu jedem Arbeitspunkt des Stacks das genau die richtige Menge Wasserstoff der Brennstoffzelle zugeführt wird. Und wenn wir die Wasserstoffzufuhr jetzt untersuchen wollen, dann sind vornehmlich Durchflüsse, Volumenströme und natürlich auch Drücke zu messen. Und mit Hilfe dieser Messdaten können wir für die verschiedensten Arbeitspunkte des Stacks die optimale Dosierung des Wasserstoffs für den Brennstoffzellenstack erarbeiten und kontrollieren. Und dafür könnten Sie jetzt zum Beispiel unsere bewährte Standardmesstechnik für verschiedene Sensortypen verwenden. Das sind CSM-Mini-Module mit CAN-Bus-Ausgang. Und an diese Module schließen Sie jetzt Ihre Durchfluss-, Volumen-, Strom- und Drucksensoren an. Und was sich seit 20 Jahren bestens bewährt hat, ist unser Konzept, alle Messdaten von analogen Sensoren möglichst sensornah zu erfassen, also direkt vor Ort zu digitalisieren und dann auf ein sicheres Bussystem abzuspielen. Denn mit so kurzen analogen Signalleitungen begrenzen wir natürlich externe Störeinflüsse auf ein Minimum und haben auf diese Art und Weise qualitativ hochwertige Messdaten zur Verfügung. Jetzt schauen wir mal in den Kathodenpfad, also da, wo dem Brennstoffzellenstack der Luftsauerstoff aus der Umgebungsluft zugeführt wird. Und hier haben wir als wesentliche Komponente einen Luftverdichter. Es könnte zum Beispiel aber auch noch ein passiver Luftbefeuchter vorhanden sein. Und hier gibt es jetzt schon mal einen wesentlichen Unterschied zum Anodensystem, denn in den meisten Brennstoffzellenstacks haben wir es bereits hier im Kathodenpfad mit Hochvoltspannung zu tun, also Spannungen über 60 Volt. Denn der elektrische Luftverdichter, der wird in der Regel bereits mit HV-Spannung betrieben. Wir messen also hier jetzt Volumenströme, wir messen Feuchte, wir messen Drücke, denn auch hier wollen die Entwickler genau sehen, wie sich die Luftzufuhr gestaltet, die für einen optimalen Betrieb des Brennstoffzellenstacks exakt eingestellt werden muss. Und vor allem die Luftfeuchte ist hier ein großes Thema, denn die Brennstoffzelle bezieht den Sauerstoff, wie gesagt, ja aus der Umgebungsluft. Und hier haben wir jetzt die verschiedensten Szenarien, die berücksichtigt werden müssen. Also, wie beeinflusst die Luft das Kaltstartverhalten des Stacks? Wie die Aufwärmphase und wie verschiedenste weitere Betriebspunkte? Wie wird die Luft im Winter moderiert, wenn es draußen kalt ist und die Luft besonders trocken ist? Was passiert, wenn die Luft besonders feucht ist? All das muss ja berücksichtigt und untersucht werden.
Aber der wesentliche Punkt ist, wir müssen diese Messungen hier im Kathodensystem in der Regel jetzt hochvoltsicher durchführen. Und dafür brauchen wir eine HV-sichere Messtechnik und ein HV-Sicherheitskonzept. Dieses HV-Sicherheitskonzept besteht unter anderem aus elektrisch isolierten, also berührsicheren Kabeln mit ganz speziellem Aufbau, der je nach zu erfassenden Messgröße immer wieder ein bisschen variiert. Dann gehören dazu auch spezielle HV-sichere und mechanisch geschützte Steckverbinder, die zum Beispiel auch in einem ganz speziellen Verfahren vergossen werden müssen. Und das Kernstück dieses HV-Sicherheitskonzepts ist eine HV-Isolationsbarriere, die für jeden Messkanal individuell ausgeführt sein muss und eine verstärkte Isolierung im Sinne der DIN EN 1610 bietet. Wenn Sie dazu mehr wissen möchten, dann schauen Sie einfach nochmal in unserem Archiv auf der Webseite die erste Folge von CSM Explained an. Und mit in solcher Weise abgesicherten Messmodulen können wir nun auch Standardsensoren für Durchflüsse, Feuchte und Drücke auf Hochvoltpotenzial sicher erfassen. Und hierzu könnten Sie jetzt beispielsweise unsere HV-Messmodule für Spannungen und aktive Sensoren mit Kennausgang verwenden. Die stellen den aktiven Sensoren, also denen, die eine Versorgungsspannung benötigen, auch direkt die HV sicher zur Verfügung. Also über den gleichen HV-sicheren Stecker wird der Sensor versorgt und gleichzeitig auch ausgelesen. Jetzt ist die kalte Verbrennung auch auf eine optimale Temperierung angewiesen. Und um diese optimale Temperierung sicherzustellen, benötigt der Brennstoffzellen-Stack ein Kühlsystem. Und dieses Kühlsystem beinhaltet in der Regel auch eine Heizung. Und diese Heizung sowie das restliche Kühlsystem werden auch in der Regel mit Hochvoltspannung betrieben. Im Kühlsystem interessieren sich die Entwickler dann logischerweise hauptsächlich für Temperaturen, aber auch für die Feuchte, denn vor allem die Temperatur und auch die Feuchte müssen im Brennstoffzellen-Stack optimal eingestellt sein, damit dieser maximalen Output, also möglichst viel Energie liefert. Und das geht natürlich nur, wenn das Wärmemanagement der Brennstoffzelle bestmöglich funktioniert und in optimaler Weise die Kühlkreisläufe regelt. Und da wir es hier im Kühlsystem mit Hochvoltspannungen auch wieder zu tun haben, müssen die Temperaturen nun ebenfalls HV-sicher erfasst werden. Und dafür benötigen wir natürlich eine hochvoltsichere Temperaturmesstechnik. Und da könnten Sie jetzt beispielsweise hier auch wieder auf unsere HV-Temperaturmesstechnik zurückgreifen. Die gibt es für Thermoelemente, die gibt es aber auch für PT100, PT1000 und zum Beispiel auch für Spezialanwendungen mit hochgenauen digitalen Temperatur-ICs. Und mit diesen Messmodulen messen Sie jetzt Ihre Temperaturen HV-sicher und legen die Messdaten digital auf den CAN-Bus. Und das Schöne ist auch hier wieder, dass Sie Standardsensoren in einer HV-Umgebung verwenden können. Jetzt kommen wir mal zum elektrischen System der Brennstoffzelle, dem sogenannten Hochvoltpfad. Und hier sehen wir jetzt eine Spannungsverteilungseinheit, auf Englisch Power Distribution Unit, also die PDU. Und hier sehen wir jetzt orangene und graue Leitungen. Die graue Leitung, das ist Niederspannung, also kleiner 60 Volt für das Anodensystem. Und die orangenen Leitungen, die führen jetzt Hochvoltspannungen, in unserem Fall hier jetzt 400 Volt Gleichspannung. Und hier wollen die Entwickler Ströme und Spannungen messen, um herauszufinden, wie diese sich in den verschiedenen Betriebsphasen verhalten. Also welchen Energieverbrauch zum Beispiel der Luftverdichter, das Zirkulationsgebläse und die Heizung des Kühlsystems haben. Und vor allem auch, was passiert, wenn diese Komponenten zu- oder abgeschaltet werden. Denn gerade hier kann es im elektrischen System zu Transienten und Oberwellen kommen, die ermittelt und untersucht werden müssen. Für eine Funktionsprüfung will man dann beispielsweise auch die Stapelspannung und den Strom am Ausgang des Brennstoffzellen-Stacks messen, um seine Leistungsausgabe zu ermitteln. Und dazu müssen wir jetzt in den verschiedenen elektrischen Pfaden hier geeignete Sensoren für die Strom- und Spannungsmessung einbauen. Für den Niedervoltbereich, also im Anodenpfad, haben wir jetzt hier verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel Ringstromwandler. Das sind hier im Bild jetzt unsere CSM-LEM-Sensorpakete oder wir verwenden Stromzangen, wie das CSM-Current-Clamp-System
oder wir messen direkt in der Leitung mit einem Strommesswiderstand, einem Shunt, wie zum Beispiel den CSM-Shunt hier im Bild. Und Sie wählen dann je nach Anwendung, Messbereich, Dynamikanforderungen und verfügbaren Installationsraum einfach den passenden Sensor aus. Und all diese Sensorpakete hier, die können Sie ganz einfach an unsere zum Beispiel jetzt schnelle EtherCAT-Messtechnik anschließen. Die werden dann von den Messmodulen auch versorgt und gleichzeitig ausgelesen. Und das Ganze sehr dynamisch mit bis zu 1 MHz pro Kanal, denn die Transienten und Oberwellen, das sind ja in der Regel sehr, sehr schnelle Vorgänge, die wir entsprechend schnell abtasten müssen. So sehen dann beispielsweise unsere schnellen EtherCAT-Messmodule aus. Und diese Module kommunizieren aufgrund der hohen Abtastraten und der damit auch entsprechend großen anfallenden Datenmenge nicht mehr per CAN-Bus, sondern wie gesagt mit einem schnellen Bussystem, dem EtherCAT. Und für Messungen in dem HV-Faden benötigen wir jetzt natürlich auch eine dynamische HV-sichere Spannungs- und Strommessung. Und das machen wir mit unseren HV-Breakout-Modulen. Und mit diesen HV-Breakout-Modulen können wir jetzt sehr dynamisch gleichzeitig hohe Spannungen und hohe Ströme erfassen. Und zwar beide Signale voll synchron in einem Messgerät. Und dafür wird das HVBM, wie wir es nennen, direkt in die HV-Leitung eingesetzt. Das heißt, wir trennen die Leitung auf und führen die Leitung in unser HVBM über Kabelverschraubungen hinein und legen sie dort auf. Oder wir nutzen das PowerLock-Stecksystem, ein Schnellkupplungssystem für den Hochvoltbereich. Der riesige Vorteil ist, wir brauchen keine analogen Signalleitungen, da wir die Messwerte direkt an Ort und Stelle digitalisieren. Dadurch haben die Messsignale natürlich auch die bestmögliche Qualität. Unser HVBM misst mittels eines voll temperaturkompensierten Shunt-Moduls den Innenleiterstrom mit bis zu plus minus 1000 Ampere und simultan und voll synchron die HV-Spannung von bis zu plus minus 2000 Volt. Und mit einer speziellen Variante des HVBMs könnten wir sogar jetzt gleichzeitig noch die Schirmströme auf den HV-Leitungen ermitteln. Die Abtastung von Strom und Spannung erfolgt bei diesem HVBM mit bis zu 1 MHz pro Messkanal und diese schnellen Rohsignale stellt uns das HVBM dann ebenfalls auf dem EtherCAT-Bus zur Verfügung. Gleichzeitig hat das HVBM aber auch einen CAN-Anschluss, zum Beispiel zur Übertragung von gemittelten Messdaten im Fahrversuch Dauerlauf. Und das Tolle ist jetzt, dass unser HVBM außerdem direkt online verschiedene CAN-Größen aus Strom und Spannung direkt berechnen kann, wie zum Beispiel die Effektivwerte, Wirk-, Blind- und Scheinleistung und den Leistungsfaktor und diese dann als virtuelle Berechnungskanäle zur Verfügung stellt. Und so sehen dann eingebaute, einphasig messende HVBMs aus. Hier im Kathodenpfad zwischen dem PDU und dem Luftverdichter würde das HVBM jetzt zum Beispiel die Leistungsaufnahme und das Ein- und Ausschaltverhalten des Luftverdichters messen, sowie seinen Einfluss auf das gesamte elektrische System der Brennstoffzelle. Und das HVBM hier am Ausgang des Stacks misst jetzt beispielsweise die gesamte Stapelspannung und die Leistungsabgabe des Stacks bei einer Funktionsprüfung. Hier sehen wir jetzt nochmal den kompletten Brennstoffzellen-Stack und die verschiedenen messtechnischen Anwendungen im Überblick. Also Drücke und Durchflüsse im Anodenpfad im Niedervoltbereich. Im Kathodenpfad hier Volumenströme und Feuchte auf HV-Potenzial. Im Kühlsystem Feuchte und vor allem Temperaturen auf HV-Potenzial. Und im elektrischen System im HV-Pfad Spannungen und Ströme. Und jetzt nehmen wir mal den Brennstoffzellen-Stack kurz raus aus dem Bild. Und wenn Sie sich an den Anfang erinnern, eine unserer Herausforderungen war ja die synchrone und simultane Datenerfassung all der verschiedenen Messgrößen an den verschiedenen Pfaden. Und diese Synchronisierung und Bündelung der Datenströme von den verschiedensten Messgeräten, das machen wir jetzt mit unserem XCP-Gateway. Das ist das Modul hier oben. Das XCP-Gateway, das ist ein Datenkonzentrator, der zum einen alle angeschlossenen schnellen EtherCAT-Messmodule erfasst und dafür hat er bis zu 4 EtherCAT-Anschlüsse und außerdem sammelt er auch alle unsere Messdaten von den CAN-Bus-vernetzten Messmodulen ein. Und jetzt
synchronisiert unser XCP Gateway alle Datenströme mit besser eine Mikrosekunde Jitter und leitet die Messdaten dann per XCP on Ethernet an den Messrechner oder den Datenlogger weiter. Und für eine synchrone Vernetzung mit weiterer schneller Messtechnik ist das XCP Gateway auch mit PTP ausgerüstet. Darauf kommen wir später nochmal zurück. Und so würden unsere Datenströme dann aussehen. Die langsamere Messtechnik ist über den CAN-Bus, also hier in blau, mit dem XCP Gateway ans XCP Gateway angeschlossen. Und unsere schnelle Messtechnik, die EtherCAT-Messmodule, hier in grün. Also hier über die grünen Leitungen an XCP Gateway. Und damit haben wir alle erfassten Messgrößen, sowohl bei Bedarf HV-sicher als auch synchron am und im Brennstoffzellen-Stack erfasst. Jetzt kommen wir nochmal zum elektrischen Antriebsstrang, denn auch hier gibt es einiges zu messen. Und zwar im Wesentlichen Spannung und Strom und damit verbunden auch die elektrische Leistung. Und auch hier haben wir wieder unsere zwei Hauptanforderungen, nämlich, dass wir zum einen eine 100% synchrone Datenerfassung der verschiedensten Messgrößen benötigen und zum anderen eine HV-sichere Messtechnik brauchen, da wir ja jetzt hier mit hohen Spannungspotenzialen umgehen müssen. Und dazu schauen wir uns einfach mal ein ganz einfaches Schema eines typischen elektrischen Antriebsstrangs im brennstoffzellenelektrischen Antrieb an. Also auf der linken Seite kommen wir hier jetzt von der Brennstoffzelle mit unserer Stapelspannung von 300 Volt DC und sehen hier jetzt als erstes den bereits erwähnten DC-DC-Konverter. Der wird auch Boost-Konverter genannt und setzt die Spannung für den Triebstrang hier in unserem Beispiel auf 700 Volt DC hoch. Warum? Zum einen, weil hier im Beispiel die Triebstrangkomponenten auf 700 Volt Systemspannung ausgelegt sind und zum anderen, weil mit dem DC-DC-Konverter auch die Spannung im Triebstrang stabilisiert wird. Denn die Stapelspannung des Brennstoffzellenstacks, die kann je nach Umgebungsbedingungen und auch den Leistungsanforderungen aus dem Triebstrang auch schwanken. Und diese Schwankungen wollen wir natürlich nicht im Triebstrang sehen. Als nächstes haben wir auch hier wieder einen HV-Spannungsverteiler, unseren PDU. Und hier gibt es jetzt zwei weitere Pfade. Oben sehen wir jetzt die Verbindung von der PDU zum Inverter, der aus der Gleichspannung eine dreiphasige Wechselspannung für unseren Elektromotor macht. Und unten sehen wir unsere HV-Traktionsbatterie, also einen Energiespeicher. Und diese Batterie, die muss in einem brennstoffzellenbetriebenen Fahrzeug jetzt bei weitem nicht so groß sein wie in einem rein batterieelektrischen Fahrzeug und ist natürlich damit auch bei weitem nicht so schwer. Unsere Entwickler, die interessieren sich jetzt für die Energieflüsse zwischen all diesen Komponenten des elektrischen Antriebsstrangs und dazu messen wir an verschiedensten Punkten zwischen den Komponenten Spannung und Strom. Also zum Beispiel zwischen dem PDU und dem Inverter, zwischen dem PDU und der Batterie und zwischen dem Inverter und dem Elektromotor. Und jetzt können wir unter anderem zum Beispiel Spannungsrippel, also Welligkeiten im DC-Kreis untersuchen. Wir können Wirkungsgrade, zum Beispiel den des Inverters hier bestimmen. Und wir können das ganze System in den verschiedensten Betriebszuständen untersuchen. Und dazu nehmen wir auch hier wieder unsere HV-Breakout-Messmodule und setzen die wieder direkt in die HV-Leitung zwischen den einzelnen Komponenten ein, um Spannung und Strom vollkommen synchron und HV-sicher zu erfassen. Das einphasige HVBM, hier für die DC-Messungen, das kennen Sie ja schon von der Messung am Brennstoffzellen-Stack, aber hier zwischen Motor und Inverter, da sehen wir jetzt noch eine weitere Variante des HVBMs. Und dabei handelt es sich um das HVBM 3.3 für dreiphasige Messungen von Strömen und Spannungen. Dieses Gerät misst dann nämlich mit bis zu 2 MHz Messdatenrate pro Messkanal nun die 3 Ströme in und die 3 Spannungen zwischen den 3 Phasen. Und dabei entstehen natürlich viele Messdaten bei dieser hohen Geschwindigkeit und die versendet unser HVBM 3.3 dann direkt per XCP on Ethernet an den Messrechner oder Datenlogger. Das HVBM 3.3, das kann aber noch mehr, denn das hat gleichzeitig auch noch XCP-Gateway-Funktionalität.
Das bedeutet, dass wir an das HVBM 3.3 jetzt noch weitere EtherCAT- und CAN-Messmodule anschließen können und somit das HVBM 3.3 dann als Datenkonzentrator fungiert, also wie das XCP-Gateway. Und auch das HVBM 3.3 ist PTP-fähig und kann also mit weiterer, schneller Messtechnik synchronisiert werden. Und hier sehen wir jetzt, wie die einphasigen HVBMs für die DC-Messung in Reihe per EtherCAT an den XCP-Gateway-Anschluss des HVBM 3.3 angeschlossen werden. Wenn wir also jetzt den kompletten Antriebsstrang betrachten, dann sieht es wie folgt aus. Wir haben auf der linken Seite den kompletten Brennstoffzellen-Stack mit seiner Instrumentierung. Wir haben auf der rechten Seite den elektrifizierten Triebstrang mit seiner Instrumentierung. Und jetzt führen wir die Messdatenströme an einer Stelle zusammen bei unserem Messrechner, und zwar über XCP on Ethernet. Das sind die schwarzen Leitungen hier von unserem XCP Gateway und hier von unserem HVBM 3.3, das ja auch Gateway-Funktion hat. Und die laufen jetzt, die Datenströme laufen jetzt hier bei unserem Messrechner zusammen. Und damit die Daten auch ordnungsgemäß erfasst und zum Beispiel auch gleich online analysiert und weiterverrechnet werden können, brauchen wir eine entsprechende Datenerfassungssoftware. Und diese Software kommt hier in unserem Beispiel von unserem Partner Vector Informatik und heißt vMeasure. vMeasure, das ist sozusagen der kleine Bruder von Canapé. Das ist eine Software, die Sie möglicherweise schon aus Ihrer Praxis kennen. Beide Softwarepakete sind sehr, sehr leistungsstark mit Multi-Threading-Funktionalität ausgerüstet. Sie bieten umfangreiche Visualisierungsmöglichkeiten für die Messsignale und sind vor allem anderen dazu in der Lage, mit einer großen Menge von schnellen Messkanälen umzugehen. Denn wenn Sie jetzt Daten von CSM-Messmodulen, Fahrzeugbussen, Steuergeräten, Video und so weiter, wenn Sie dermaßen viel Daten erzeugen, dann brauchen Sie einfach eine performante Software zur Datenerfassung und vor allem auch zur Online-Berechnung. Und eine Besonderheit ist hier das E-Mobility Analyzer Funktionspaket für die Echtzeitanalyse von Spannungen und Strömen und zur Ermittlung von Leistungskennwerten, wie zum Beispiel den Wirkungsgraden. Hier haben wir jetzt nochmal den kompletten instrumentierten brennstoffzellenelektrischen Antriebsstrang im Überblick. Und jetzt kommen wir noch zu einer letzten Erweiterung dieses Aufbaus. Denn fast alle der Komponenten des Antriebsstrangs haben ja auch ein Steuergerät, welches ebenfalls Messdaten generiert. Und eine wesentliche Aufgabe in der Entwicklung ist es ja auch, diese Steuergeräte optimal einzustellen. Und deswegen nehmen wir jetzt der Übersichtlichkeit halber mal fast alle Komponenten aus dem Bild heraus und sehen jetzt nur noch den Brennstoffzellen-Stack, den DC-DC Boost-Converter und die PDU des Antriebsstrangs. Und diese werden natürlich alle mittels Steuergeräten, also sogenannten ECUs, geregelt und gesteuert. Um jetzt zu überprüfen, ob sie dies in optimaler Weise tun, müssen die Messdaten der Steuergeräte parallel, simultan und auch wieder 100% synchron zu den analogen Messdaten miterfasst werden. Und in der Regel ist es bei diesen Tests dann auch so, dass die Entwickler bereits während den Untersuchungen Veränderungen an den Einstellungen der ECUs vornehmen wollen und sie kalibrieren wollen. Und dazu gibt es von Vector Informatik geeignete Interfaces zum Messen und Verstellen von ECUs, die dann direkt über die sogenannte Plug-on-Device-Schnittstelle, hier auch POD genannt, direkten Zugriff auf die Datenströme der ECUs erhalten. Das sind die Vector VX-Interfaces. Die sehen wir jetzt hier und hier. Und wenn wir uns jetzt nochmal unseren Vernetzungsplan, unsere Messtopologie anschauen, dann sehen wir, dass diese VX-Interfaces ihre Messdaten nun ebenfalls per XCP on Ethernet, also hier die schwarzen Leitungen, zum Messrechner übertragen. Und somit nun alle schnellen Interfaces, und das sind hier in unserem Beispiel jetzt die VX-Interfaces, das XCP-Gateway und auch das HVBM 3.3 mit XCP-Gateway-Funktionalität. Und damit all diese Interfaces 100% synchron ihre Messdaten erfassen, werden sie mittels PTP, dem Precision Time Protocol, synchronisiert. Das ist ein nach IEEE 1588 normiertes Standardverfahren zur Synchronisation mit besser
einer Mikrosekunde Genauigkeit. Und all unsere Messdaten von der analogen Messtechnik und den ECUs laufen hier zusammen auf unsere Messrechner und werden dort von unserer Datenerfassungssoftware jetzt angezeigt, gespeichert und, wenn wir es wollen, bereits online analysiert. Hier sehen Sie jetzt nochmal unseren kompletten Messaufbau in der Übersicht. Und genau so kann eine vollumfängliche Prüfung sowohl des Brennstoffzellen-Stacks als auch des kompletten Antriebsstrangs inklusive der digitalen Messdaten der ECUs umgesetzt werden. Und all das, was Sie gerade gesehen haben, ist Bestandteil des Vector CSM E-Mobility Messsystems. Wir haben die analogen Messgrößen mit den Komponenten des E-Mobility Basic Messsystems erfasst und weiterverarbeitet und die Steuergerätedaten mittels der Vector Interfaces. Und eine letzte Sache, die haben wir bis jetzt noch nicht angesprochen, denn anstelle eines Messrechners könnten wir die komplette Datenerfassung auch mittels eines Smart Loggers der VP-Serie durchführen. Und das ist dann die perfekte Lösung für den Fahrversuch, wenn Sie keinen Messrechner mit ins Fahrzeug können, wollen oder dürfen. Das bedeutet, alle diese Tools sind sowohl für den Fahrversuch als auch für die Prüfstandsanwendung bestens geeignet. Und damit begleiten Sie diese Tools auch im kompletten Entwicklungsprozess. Angefangen bei Komponententests und Systemtests in der Entwicklung, über Dauerlaufversuche am Prüfstand und im Fahrversuch bis hin zu Abnahme- und Funktionstests und End-of-Line-Prüfungen in der Produktion. Denn in der Regel müssen in all diesen Entwicklungsschritten immer mehr oder weniger die gleichen Parameter gemessen und bestimmt werden. Und damit ist das Vector CSM E-Mobility Messsystem ein leistungsstarker und zuverlässiger Begleiter bei der Erprobung von Brennstoffzellenantrieben auf dem Prüfstand und im Fahrversuch.